Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier der Kategorie Thüringen, Version 3.0. Ja, ich habe den Grund gefunden für den Absturz. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich neuen Bezeichnungen mit Seniert und mit Frisch und so nicht anscheinend nicht klarkommt. Der ja, Systemraum weiß ich auch nicht, weil ich habe es ja so nicht eingelagert. Ich habe es ja nur als Silage eingelagert und als Mischfutter und so. Mischfutter und Stroh, keine Probleme. Dünger und so geht auch noch. Aber Seliert, Frisch und dergleichen, das funktioniert nicht. So, dann mal die ganze Fahrzeuge wir starten. Ne, also nach dem Absturz. Ich habe jetzt entschieden, dass Silage und Heu vom Händler mal zu kaufen. Geht ja nie anders. Düngen ist fertig. Wir flügen jetzt mal hier weiter. Zwei Felder, die noch geflügt werden müssen, wo wir bei waren. Und das werden wir jetzt entsprechend weitermachen. Ne, muss ja fertig gemacht werden, jetzt auch nichts. So, gedüngt ist fertig. Dann müssen wir später mal auf Feld 10 noch düngen und Feld Nummer 29, noch kaufen wollen. Ne? Und dann sehen wir weiter. Jedenfalls erstmal nehmen wir uns den LKW. Fahren den mal zum Hof zurück, mal quer über den Acker, ausnahmsweise auf Feld 38, wo ich noch Nacharbeiten durchführen, aber das mache ich dann, ja, wenn es weit ist, ne? Erstmal den Stall, die automatische Fütterung, das ist alles geblieben, er hat noch gespeichert, der Computer, also der Spielstand 15, zum Glück, dadurch ist nicht ganz so viel blauen gegangen, nur halt, dass ich alles entsprechend speichern musste, neu starten musste, die ganzen Fahrzeuge. Ja, den Anhänger fahren wir zurück. Entschuldigung, aufs Feld. Und nehmen wir uns den Autoanhänger und holen nochmal Stroh und Silage. Nee, falsch. Silage und Heu. Dazu nehmen wir uns mal den blauen. Nur den blauen hier. Jo. Der blaue reicht dafür aber. Mal kratzen gleich im Hals. Eine Dose kriegen wir kein Stroh gekauft. Also ich werde die doch noch bei machen müssen. Und Silage. Silage geht kein Problem. Dann werden wir eine Wiese paar Ballen pressen. Ah, da muss er noch wachsen, ne? Und die kleinen Wiesen sind davon vorhanden. Also wir haben Hof die kleine Wiese und bei drei die anderen kleinen Wiesen. Ja, der eine wollte noch, der Orange kann noch tankt werden, aber wir wollen sehen. Ich muss mal irgendwann auch die ganzen Anhänger in die Garage fahren, beziehungsweise Richtung Hof 1. Außer die Fahrzeuge für Transport von, ja, für Futter und so, bleiben hier. Saatgeräte und das alles geht alles Hof 1. Ja, teilweise für Futter bleibt hier und das überwiegende Teil geht Richtung Hof 1. Ja, ich habe mal probiert, ob ich die Silos wieder voll kriege. Aber wie gesagt, Mais anpflanzen geht erst, wenn das weit ist. Ne? Also wir haben gerade mal im Frühling, ersten Tag. Das geht heute aktuell nicht. Bestenfalls Getreide und Weizen würde heute gehen. Aber wie gesagt, bin beim Pflügen bei und das dauert eine Weile. 38 war fertig, aber halt nicht. Ja, ne? Also stellenweise zu wenig, ne? Also nur noch nachgearbeitet wird. Und guck mal, die drauf war an Frucht. Ölsaat. Also hier würde praktisch Mais gehen. Also würde sich anbieten. Dann könnten wir ein Silo voll kriegen. Aber da tendiere ich doch eher so ein paar Meter zu bauen. Wäre ein bisschen einfacher für mich. Aber mal schauen, ne? Wiederum wäre so ein Silo auch nicht schlecht. 4 Millionen Liter kriegen wir locker in der Mitte rein. In der Mitte ist backfrei, kann man sagen. Ab links und rechts, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
das klappt. Hof 1 haben wir auch noch einige Silos, also Hof 1 würde ich genau nutzen. Können wir ja die BGH auch verwenden. Also müssten wir rein theoretisch zwei Maisfelder anlegen. Relativ große Felder. Natürlich da, wo kein Getreide drin war. Ne? Raps kriegen wir jetzt nicht mehr ausgesät. Also kriegen schon, aber wird nicht mehr reif. Da habe ich eine schlechte Erfahrung mit. Also dieses Jahr ist eher ein Sonnenblumen. Hauptschwerpunkt. Verschiedene Grassorten, also Klee und so ein Zeug. Zum Einlagern als Trockengut, als Heu und als Klee-Silage, wo es sowas gibt. Normalerweise schon, aber ob es auch geht. Mal schauen. Da wir unsere Kühe halt optimal versorgt kriegen. Ne? Jetzt mache ich immer die ganzen automatische Fütterung klar. Das heißt, Stroh habe ich reichlich, Silage habe ich leider nicht so viel. Müsste aber mal sehen, dass ich jetzt halbe hinfahre. Also, ne? Weil im Grunde müssten wir zwei Fuhren Heu fahren und eine Fuhre Silage, um das Verhältnis hinzubekommen. Ne? Ich meine, er mischt so alleine, von daher ist es egal, wir müssen halt was kaufen. Das geht nicht anders. Wenn wir hier stehen, schalten wir aus und gehen mal auf Paletten, Ballen. Was wir nicht alles haben. Wir haben sogar Mais Plus. Wir brauchen erstmal Heu. Dazu das kriegen wir auf 8, ne? Heu, das Heu. 8 Stück, wir kriegen 40, glaube ich, drauf. Oder 70, 72. Also etwa 50 und Rest Silage. 16. Das macht jetzt 24, 32, glaube 40. 48 haben wir jetzt. Rein theoretisch. Wenn ich mir nicht verzählt habe. Da auch was? Das ist mir ganz blöde, wenn der Händler immer links und rechts belädt. Dann ist es ein bisschen schwierig. Beziehungsweise umständlich, ne? Also schwierig ist nicht umständlich. Da haben wir jetzt mal hier Heu und dann kaufen wir gleich nochmal Silage hinzu, sobald wir das geschafft haben. Das wird automatisch füttern, das ist praktisch. Wir haben dann keinen Stress mehr mit den Tieren, ne? Also wir müssen nur wieder mal die Lager auffüllen, ne? Was da nun genau reingeht an Mengen, das weiß ich nicht. Ein Anhänger Stroh hat irgendwas geklappt. Kalk werden wir auch kaufen müssen. Das habe ich weder produktionsmäßig noch im globalen Markt. Das können wir theoretisch in so einem Silo aufstellen. Anders geht es erstmal nicht, die Menge hinzukriegen, ne? Weil ja, was ich gesehen habe, Feld 47 muss gekalkt werden. Also das ist schon mal amtlich. So, F1, gucken wir uns an. Anschalten. Haben wir eingestellt für Strohballen? Weiß ich gar nicht jetzt. Anschalten. Quaderballen, achso, ne. Wir brauchen Rundballen. 1,30 Meter. Nee, der lädt flach. Da gehen nur 38 rauf. Gut, das ist mit dem Glück gelaufen. Dann habe ich zu viel gekauft. Dann passt die Rechnung nicht. Wir fahren mal Stroh hin. Oder wir kaufen gleich ein paar Silageballen hinzu. Und etwa die Hälfte. Mal sehen, was wir drauf kriegen. 38. Knapp 40. Da haben wir jetzt die Silageballen, wo Heu brauchen wir mehr, ne?
Gut. Dann kaufen wir jetzt noch gleich Silageballen. Silage. Ah, da kaufen wir auch gleich ein bisschen mehr. Weil das wird ja sonst nicht reichen, ne? Zurück. Und wir sind voll. Zwei Reihen. Gut, das passt. Ist ja so, ne? Mal C. Und jetzt eins weg. Ja, links ist die Misch von der Fabrik. Braucht man so nicht. Wir müssen allein mischen, ne? Mir festgefahren hier. Oh, im Wunder hier. Nee. Na doch, jetzt kommen wir raus. Müssen wir nach links ausschwenken, ne? Ist für einen großen LKW ein bisschen ungünstig, also. Irgendwann ist hier Leistungsfressen. Der Rechner geht gerade die Lüftung an. Das ist meistens die Grafikkarte. Aber Einbrüche haben wir keine hier. Aber ich denke mal, ich weiß nicht genau wie lange, aber Hoffnung ist nah. Mehr sage ich dazu nicht. Kann sich Justus freuen. Schon mal vorweg. Wenn alles so klappt, wie es klappen soll. Einziges Risiko ist jetzt Weihnachten, weil die Spinnen wiederum, also die Grenzen schließen und all so ein Scheiß. Und solange das alles erlaubt ist, werde ich fahren. Also darum geht immer, ich kann höchstens Schneesturm aufhalten. Und das ist eher unwahrscheinlich, glaube ich eher nicht daran, dass ein Schneesturm kommt. Gut. Bis heute ist keine Vorhersage bis Weihnachten, also kann es theoretisch auch noch sein. Ich glaube eher nicht dran, die Wahrscheinlichkeiten sind eigentlich gering. Aber gerade wenn man nicht brauchen kann, kommt das doch mal, ne? Meistens ist das so. So, mal sehen, ob wir die Ballen noch entsprechend da reinkriegen, ne? Das ist das nächste Problem. Einzige Variante wäre mit Futterbeschwagen und da reinheben. Und die Ballen entsprechend aufnehmen kann, ne? Wir werden kriegen bald Nacht, das ist schlecht. Ich wollte erstmal eine Förderfabrik, also die Anlage in Betrieb nehmen und dann können wir schneller vorspulen, ne? Die Nacht entsprechend dann überspringen auf, ja, bis früh wieder hell ist, ne? Ich meine, noch ist ja nicht ganz so dunkel. Noch geht's ja einigermaßen. Hier vorne ist ein Pferdehof, ne? Da kann man sich Pferde mit anschaffen. Man kann aber season sich keine Pferde kaufen, sondern man kann die nur artmäßig verpachten, kann man sagen. Ne? Also im Prinzip, man kriegt dafür bezahlt und du darfst sie pflegen und ausreiten. Ne? Was ja technisch gesehen sehr schwierig ist. Gut, gibt es da einen Mod dafür, für Pferde. Oder ein Skript, kann man sagen. Dass dann nachts um 11 Uhr alle mit einmal ausgeritten werden. Aber wie gesagt, das ist Pferde ist nicht mein Fall und einfach nicht gemacht. Weil ich halt das persönlich für unrealistisch, wer jetzt hier im LS spielt, alle Pferde im Prinzip eine Stunde auszureiten, das ist unmöglich, kann man sagen. Ne? Du kommst jetzt zu nichts mehr. Da sind wir. So, vorne ist der Stroh drin. So, wenn wir gleich mal abladen. Vielleicht können wir da auch entsprechend dichter ranfahren. Mal sehen, dass er die Ballen vielleicht annimmt. Das ist gut aus möglich. Wäre mir nicht ganz so sicher, aber gut. Probieren kann man es ja mal, ne? Da fahren wir mal da vorne. Aber ich gehe schon mal mit, ne? Das ist mal ganz gut. Sind dichter rankommen. So, und Z.
Hauptsache die Rollen bin ich weg. Ich habe mich festgelaufen. Auf gut Deutsch. Ich muss mal gucken. Sehe. Da hat nichts an. Das GPS verliert. Das macht er mir ja gerade Schwierigkeiten auf dem Bau. Damit auch. Oh, da nimmt er an. Da haben wir Glück. Die müssen natürlich da rankommen, ne? So, mal gucken. 8000. Das einstellen können, ne? Ja, F1, Hilfe. R. So. Also wir haben im Prinzip die Möglichkeiten zwischen Frischgras, Frischmais, Klee und Gras. Dann haben wir noch Kleesilage, Luzernsilage. Maissilage haben wir drin, ja. Oder Gras. Wir haben, wir haben Gras wahrscheinlich. So, Luzerne haben wir nicht. Ja, gute Frage, ne? Menge pro Fahrt. Ja, 0 Uhr. Sagen wir früh um 6, ne? Also den Tag aufteilen durch. Dann 12, immer so, ne? 12. Dann mal um 18 Uhr. So, und dann nochmal 0 Uhr würde ich nehmen. Ja, 0 Uhr. Bedarf Fütterung. Das eine ist ja Heu, Silage, Stroh. Gut, Stroh wird ja nicht angezeigt. Bin ja gespannt. Jetzt klappt. Dann würde ja theoretisch um 0 Uhr erstmal füttern. Jetzt haben wir es 18 Uhr. Das ist blöd. Dann gehen wir hier 19 Uhr rein, ne? Also 19 Uhr. Weil damit er füttert, ne? Wir müssen so mal sehen, dass wir es anfangs das hinkriegen. Das sieht aus wie Gras und das Heu. Stroh haben wir reichlich normalerweise. So, wir werden mal hier wieder aufladen, weil wir werden hier einfach mal dichter ranfahren. Rückwärts. Dann können wir die Nase abkippen. Wir müssen nur von oben kommen. Das geht. Wir müssen nur einen Traktor wegnehmen. Schade, können wir den Mischwald nicht so reinkippen, wie es haben wollen. Das wäre auch gut hier, ne? Weil wir genug von dem Zeug haben. Aber wie gesagt, wir können ja theoretisch immer wieder was auch so reinkippen. Und falls wir vergessen sollten, haben wir entsprechend ja immer die Möglichkeit. So. Vielleicht mal zu holen, ne?
Morgen früh werden wir gleich mal die Kühe wieder herfahren, also vom Stall Nummer 1. Keller müssen wir recht viele bekommen jetzt für so viele Tiere. Aber da sind viele dabei, die entsprechend noch keine Milch geben und geschweige sind in der Lage sind, ihren Kalb zu kriegen. Also ganz junge Tiere, da sind drinne. Wenn man nicht alles täuscht, gehen hier 2000 Tiere rein. Und daher muss ich ja schauen, wenn ich die 8 Jahre alten Kühe verkauft bekomme, ne? Am Schlachter, ne? Ist ja halt so. So. Juckt der Bart. So. Nochmal gucken. Oh, 20 Minuten. Das machen wir in der nächsten Folge. So, die Schauer, das soll es auch heute schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen gibt's hier Futter. Tschüss.